Land, in Slowenien, überall, gell? Franzi international. Und ich denke mal, man kann schon Pferdesport machen, aber es ist halt so eine ganz, ganz feine Linie, dass es nicht in die totale Ausbeutung geht, ja. Ja, das ist sehr gefährlich auch, dass die sich halt dann, wenn man galoppiert halt über Stock und Stein 160 Kilometer, dass sie sich halt dann aus Müdigkeit die Beine brechen oder irgendwelche Muskeln reißen und so weiter. Also da muss man sein Pferd gut kennen, dass man sowas überhaupt machen kann. Das geht schon an die Grenze auch. Aber meine sind alle fit und ja, passt schon. Hat sich so entwickelt, weil die halt so zum Normalreiten sind die einfach zu temperamentvoll. Die lachen mich aus, wenn ich da eine Stunde reite. Brauereichef Hans Roth in Rammingen. Mit seinem Pferdefuhrwerk und dem historischen Bierlaster fährt er beim Festumzug des Bezirksmusikfestes mit. Der Festzug hat sein Ziel erreicht. Nach einer Masse im Bierzelt treffen wir wieder Alexandra Vogt. Sie zeigt uns in der Abenddämmerung einen ganz besonderen Ort. Was haben wir jetzt da, Alexandra? Also wir sind hier im Baumgärtle, im sogenannten Marienthal, auch genannt Tal des Friedens oder Tal des Paradieses. Das ändert sich immer so ein bisschen. Und das ist das Effugium von Heinrich Maucher, einem Zimmermann aus der Gegend, aus Baumgärtle. Und der ist vor 50 Jahren, 40 Jahren hier runter und hat angefangen, das zu bauen. Und der hat es halt hier konsequent ausgebaut. 37 Hütten, 7 Glockentürme, ein Dom und so weiter. Und das hat er alles in Eigenregie und mit meiner Hilfe aufgebaut. Und jetzt kann man mal gucken, wie es so aussieht. Ja, dann gehen wir mal hin zu dir. Ja, genau. Also die Hütten hier, die sind auch relativ neu. Da hat er einen Traktor drin und so ein paar Sachen. Das ist der Dom. Den hat er auch gebaut. Der ist noch relativ jung, der ist vielleicht 3-4 Jahre alt oder so. Das sind dann so Sachen, die Leute hier runterbringen. Und das Ganze ist halt ein sehr meditativer, ruhiger Ort, Tal des Friedens. Also das Ganze ist halt sensationell groß, einmalig in Europa, würde ich sagen. Weil es war halt ein sehr spiritueller Ort, wo auch die ganzen Bäuerinnen kamen aus den Dörfern und die Leute aus der Umgebung, die haben hier auch ihre Kreuze hergebracht, für die hat er gebetet, haben ihm Spenden gebracht, haben ihm Essen gebracht. Und dann hat die Mindelheimer Zeitung über ihn geschrieben, relativ groß. Und dann kamen eben die ganzen Fernsehsender etc. Dann habe ich mich auch rausgezogen. Ich glaube, ihn hat es auch gefreut, dass irgendwie dann Leute kommen. Jetzt ist es halt anders, aber passt schon.
Heinrich Maucher hatte Mitte der 80er Jahre eine Vision. Er beschloss damals, in seinem Wald eine Zufluchtsstätte aufzubauen. Als Ort der Besinnung und Schutz vor den drei dunklen Tagen, wie sie manche Hellseher in ihren Überlieferungen voraussagen. Anfänglich ließ das Landratsamt seine Schwarzbauten abreißen, aber er baute sie immer wieder auf. Heute lässt man ihn gewähren. Hallo? Hallo. Hi, Alexander. Hallo. Hey, ich bin's. Da sind noch mehr da. Jetzt wollten wir mal schauen, ob du da bist. Kannst du uns mal ein bisschen was? Komm mal mit raus, komm. Keine Zeit, du musst beten. Ich kann im Bett, ja. Ja, kein Problem. Grüß Gott. Das ist ja toll, was Sie da gemacht haben. Das ist ja sauber. Ich habe ein Fahrzeug. Ja, ist wunderbar. Ich muss ihn machen. Ja. Seit 85. Sagenhaft. Seit 85. Alles verloren und alles aufgebaut. Ganz ehrlich, ja, immer neu. Es passiert einem Finger. Es kommt, aber wenn ich bin, ab was kommt. Ja. Aber wenn ich bin. Wenn, ja, das weiß man nicht. Ich bin ungenau. Ja. Als Zeichen haben wir. Ja. Und im Nahen Osten und da. Und ich habe angefangen. Ja. Ja. Guten Tag. Ja, dann lassen Sie nicht stören. Vielen Dank. Also, bitte schön. Also, bitte. Ciao. Heinrich erzählt uns, dass er das machen müsse. Die schlechten Zeiten kämen. Nur wann weiß keiner. Danach folge dann das goldene Zeitalter. Wir machen uns auf den Weg nach Marktrettenbach. Dort treffen wir den Autorestaurator Robert Kern, der sich auf alte Renault Alpine spezialisiert hat. Der frühere Rallye-Fahrer nimmt uns auf eine Spritztour mit. Wer einmal mit ihm mitgefahren ist, braucht danach nichts mehr. In einem umgebauten Stall hat er seine Oldtimer untergebracht. Zusammen mit seiner Frau, dem Sohn Robert, seiner Schwiegertochter und einigen Mitarbeitern betreibt er seine Werkstatt. Robert, was riechst du da gerade her? Was ist das für ein Fahrzeug? Ja, das Auto kriegt eine neue Schnauze. Ja. Der hat einen kaputt gefahren. Und da sieht man so, ja, was da übrig bleibt. Ne? Die Restteile so. Was da so übrig ist. Ne? Ja. Und seit 53 Jahren mache ich diese Arbeiten. Ja. Alles. Alles, was zum Alpin gehört. Viel Arbeit, viele Stunden und viel Idealismus.
und hat das Blut, weil sonst kann man das nicht machen. An dem Ding, da wird gerade gearbeitet, in unserer Notwerkstatt, weil die ist am Rosenmontag abgebrannt. Und jetzt haben wir halt Notdienst, bis das neu aufgebaut wird. Da sind wir jetzt gerade am Baubeginn, also in der Anfangsphase. Ja, und da das ja staubige Arbeit ist, ist es eigentlich egal, wo der momentan steht, weil es staubt immer sehr viel. Und so wie es ausschaut, wird der in 14 Tagen wohl lackierfertig sein. Und das ist dann so neu überarbeitet, das Stoßstange-Eck, ne? Ist dann neu verkrümmt worden und kommt dann in voller Blüte dann daher. Das wird dann da angebaut. Was kostet heute so ein Auto? So ein Auto kostet in etwa eine sechsstellige Summe. Also man redet bei den Autos heute von 100.000 Euro mehr und weniger. Also so in der Liga, also 1600 auf jeden Fall. Also sind sehr teuer geworden. Gibt vielleicht, ich weiß nicht, wie viel es noch gibt insgesamt, 1300, 1600 und alle miteinander vielleicht 500, 600 Stück. Vielleicht so ungefähr. Das ist toll, gell? Die Leute sind alt geworden. Und die Jungen kennen an sich ja eigentlich Alpin, das ist für die ein Fremdwort. Ja, ja. Die brauchen halt einen Golf, die brauchen einen BMW, einen Mercedes oder sonst einen mit 200 PS Minimum. Stereoanlage und Liegesitze, das ist heute das Maß der Dinge. Weil heute müssen wir ja auf der Straße, dürfen wir ja nur noch dahin rollen und uns dem Verkehrsgeschehen anpassen. Also die Freiheiten, wie wir hatten im Umkreis von Marktredderbach, hat jeder gewusst, jetzt kommt der Kern. Ja. Das war, weil ich habe die ganzen Feldwege, die durften wir damals alle befahren. Das waren meine Trainingsstrecken auch. Ne? Da konntest du also um die Kurve fliegen. Da gab es keinen Mountainbike-Fahrer, da gab es keinen Radfahrer. Vielleicht links und rechts eine Kuh oder so, aber sonst war die Straße frei. Und du bist auch so angesteckt, Robert, oder? Ja, klar, ich bin ja mit dem Ganzen aufgewachsen schon seit der Kindheit. Wir wohnen ja direkt hier. Da hast du eigentlich das Benzin schon im Blut, bevor eigentlich wirklich ich da bist. Also ich mache ja das auch weiter und bin auch froh, dass es so ist, weil das ist halt einfach noch Schrauben, richtig. Ja, genau, das ist eben genau. Schrauben und nicht nur austauschen, sondern tatsächlich Technik verstehen, Technik machen und ja, Benzin einfach riechen. Ja, es riecht anders, so Auto. Es hat einen anderen Charakter. Genau. Es ist, wenn du reinhockst, das ist, genau. Da geht dir gleich das Herz auf. Es ist völlig anders. Ja. Man wird, also wenn ich in das blöde Auto reinhocke, ja, dann werde ich zum kleinen Kind. Da werde ich wieder zu, da versetze ich mich in die Kindheit, wo ich meine erste kleine Lokomotive als elektrische Eisenbahn gekriegt habe. Bei Kerns in der Werkstatt geht's anders zu als in den meisten Autohäusern. Es ist alles recht familiär. Man isst zusammen. Die Kunden können so ziemlich zu jeder Zeit kommen. Und im Garten gibt es schöne Plätze, in die man sich zur Brotzeit zurückziehen kann. Nach dem Brand in der Werkstatt mussten die Kerns vorübergehend ein neues Lager für ihre Renault Alpine Ersatzteile finden. Perfekt. Die Gemeinde stellte ihnen ein ganz besonderes Anwesen zur Verfügung. Ich
Und was ist das für ein Ring? Das ist Schloss. Schloss also, von der Bacher Fuggerschloss. Ja. Und jetzt habt ihr es als Lager genutzt. Die Gemeinde hat uns jetzt eben dieses Schloss zur Verfügung gestellt, damit wir unser Lager nach dem Brand, eben unsere viele Teile einfach irgendwo unter Lager zwischenlagern können. Solange bis bei uns ja wieder Betrieb steht. Das ist ja so cool, oder? Drum ist cool, hört sich immer gut an. Wir haben, wo wir dieses Werk 2, unser Museum, umgebaut haben, das war ein Kuhstall. Ja. Und da hat immer jemand gefragt, wo ist denn der Chef? Ja, der ist im Stall. Und jetzt hört es sich natürlich besser an, wenn man sagt, wo ist der Chef? Der ist im Schloss. Also das hört sich natürlich gut an. Ja, endlich mal im Leben zum Schloss geworden. Also das muss ich echt sagen. Also, und das sind jetzt laute Alpinteile. Das ist alles Alpin-Ersatzteil. Da schaut es dann schon rustikal aus. Bremse, Vergaser, Achsteile, alles was das Herz begehrt. Aber halt entweder Wasserschaden, fängt jetzt auch alles zum Rosten an, oder halt Brand. Das ist ein 110er Rahmen von so einer. Das ist der Rahmen, wo das rote Auto, wo man macht. Ist das ein Originalraum? Ja, das geht dann da weiter. Schönes Gewölbe. Es hat auf jeden Fall das Schloss mal tatsächlich eine Aufgabe. So, da ja, jetzt holst du das, was du brauchst. Das, ich weiß, was brauchst du? Du musst und was holen. Wäre genau, dann drüber noch die Schau. Genau. So, jetzt haben wir den ersten Stock herüber. Ganz oben in seinem Showroom hat sich Robert eine Karrierebahn aufgebaut. Ein Spielplatz. Wir sind wieder zurück in der abgeschiedenen Ruhe bei Max Endras Katzbrühmühle. Also es ist mehr das Einfache, was wir einfach bieten und haben. Das ist die Natur, die natürlich hier ganz wichtig ist. Wir stecken mittendrin. Aber es gibt ja diese Leute aus allen Schichten, die das suchen, ne? Die einfach sagen, jetzt möchte man mal ein bisschen zurück. Und hier haben wir wieder das Normale, was es heute nicht mehr immer gibt und überall. Den ersten Stock der Mühle hat Max noch so belassen, wie er war. Auch hier denkt er über eine behutsame Restaurierung nach. Katzbrui, ein besonderer Ort. Die einzige Wirtschaft im Umkreis, die jeden Tag offen hat. Man trifft sich hier, selbst die, die eigentlich immer etwas zu tun finden. We fall close.